Tanja und ich hatte euch darum gebeten, dass ihr mir eure Fragen schickt, damit ich die beantworten kann. Und genau das machen wir auch heute. Lass uns mal anfangen. Hashtag Frag Ronja von Foxy19. Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Liebe dich, kannst du mich grüßen? Ah. Ich bin tatsächlich durch Flo auf YouTube gekommen. Ich habe, als ich ungefähr 13 war, hatte ich mal einen YouTube-Kanal, der existiert auch noch. Ich glaube, ich habe aber alles auf privat gestellt. Der hieß Ronja und Samantha. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hatte ich den mit meiner damals besten Freundin Samantha. Und wir haben irgendwie nur Kram hochgeladen. Ich glaube, falls ich ein Video finde, dann schicke ich euch einen Screenshot rein. Ansonsten, ich glaube, ich habe das Passwort nämlich nicht mehr. Aber da hatte ich schon mal die Idee. Also war ich der Idee generell nicht ganz abgeneigt. Und dann habe ich irgendwann Flo kennengelernt und wir haben dann gesagt, ja, ey, wenn du Lust hast, kannst du mal mitmachen oder du kannst auch mal einen eigenen Kanal machen. Dann war ich so, ey, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe eh Zeit. Und genau, dann habe ich mehr oder weniger so angefangen und es hat Spaß gemacht, deswegen mache ich weiter. Und ja, das ist im Prinzip die Antwort auf deine Frage. Von Jaden Sobek. Ich muss unbedingt wissen, was dein Lieblingsessen ist und deine Farbe. Hast du Haustiere und warum bist du Vegetarier? Für die, die es nicht wissen, ich bin Vegetarier. Ich habe leider keine Haustiere momentan. Ich hätte gerne ein Kätzchen. In meiner Wohnung sind sogar Haustiere erlaubt, aber ich weiß nicht. Ich weiß momentan noch nicht, ob ich mich gut genug um Kätzchen kümmern könnte. Und sowas soll man sich ja vorher überlegen. Katzen halten ja recht lang. Also die werden ja halbwegs alt, deswegen ist es ja schon eine halbwegs große Sache und man kann sich nicht einfach was holen. Ich hatte mal einen Hamster, der ist aber leider gestorben. Ja, also ich esse am liebsten asiatisch. Ich habe einen guten Kumpel, der kocht wirklich gut asiatisch. Okay, der ist Chinese, deswegen keine Ahnung. Ja, das ist wirklich, das ist super lecker, das Zeug, was der macht. Ich liebe asiatisches Essen, es gibt nichts Besseres. Meine Lieblingsfarbe ist Pink und ich bin Vegetarier, weil mir die Tiere leid getan haben. Ich habe mit 12 eine Doku geguckt und war so, oh mein Gott, die Welt ist so grausam. Wie kann man das nur unterstützen? Wie? Wie? Und dann, ja, war ich am Tag drauf Vegetarier. Ich hatte sogar mal so eine 2-Jahres-Phase, wo ich Veganer war. Und dann war meine Mutter nur so, Ronja, bist du des Wahnsinns? Mittlerweile, ja, bin ich nur noch Vegetarier. Die lahme Ente. Hast du einen Freund? Ja, ich habe einen Freund. Wo wohnst du und wie alt bist du? Fragt XD World. Ich bin 20 Jahre alt und ich wohne in Darmstadt. Das ist in Deutschland. Halbwegs in der Nähe von Frankfurt, falls euch das so sagt. Alex Unruh fragt, hast du schon mal einen Horrorfilm geguckt? Wenn ja, welchen? Ich habe in meinem Leben tatsächlich nur einen einzigen Horrorfilm geguckt und das war Paranormal Activity 2. Den habe ich mit einem Kumpel von mir damals geguckt und er war noch so, oh ja, lass uns einen Horrorfilm schauen. Und wir lagen irgendwie im Bett und war so, oh shit. Aber der Film war tatsächlich gar nicht gruselig. Von daher ging's. Und ich lag die ganze Zeit da und ich war so, okay, wann kommt der gruselige Part? Und dann war irgendwann der Film vorbei. Und ich war dann so, so schlimm war es gar nicht. Aber der, ich weiß nicht. Falls ihr Paranormal Activity 2 nicht geguckt habt, so gruselig ist der nicht. Also auch für die Horrorfilm-Weicheier unter euch da draußen. Falls ihr irgendwann mal alibimäßig einen Horrorfilm gesehen haben wollt, ist das wahrscheinlich eure beste Wahl. Clash Royale Gamer fragt, hast du dich mal mit Flo oder Tops getroffen? Nein, noch nicht. Flo und ich treffen uns im Februar. Aber mit Tops habe ich mich noch nie getroffen. Und bei der Gamescom sehen wir uns. Also Tops sehe ich wahrscheinlich erst bei der Gamescom und Flo sehe ich schon im Februar. MinecraftHund33 Minecraft fragt, können wir dir Fanpost schicken? Wer ist das? Ein schönes Haus. Ich habe... das hier ist ein Greenscreen hinter mir. Und ja, ihr könnt mir Fanpost schicken. Ich habe ein Postfach und das ist hier oben einmal verlinkt oder auch in der Beschreibung nochmal, falls... ihr es euch interessiert. Also ja, ihr könnt mir theoretisch Briefe schreiben oder Bilder malen oder irgend sowas. Oder falls ihr, keine Ahnung, ein Autogramm wollt, dann schickt mir das und dann schreibe ich euch das drauf und keine Ahnung, irgend sowas. Also ja, das könnt ihr. Seinex fragt, Ronja, wirst du nächstes Jahr bei Flo's Tour auch nach München kommen? Nein, München ist leider super weit weg für mich, deswegen bin ich da nicht dabei, tut mir leid. SSD Show fragt, machst du auch mal Merch? Ja. Ja, also ja, ich werde Merch machen. Nein, dieses Jahr nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ich hoffe, dass ich jemanden finde, der schöne Sachen malen kann. Ansonsten muss ich selber malen und wir alle wissen, wie das endet. Eigentlich so schlecht kann ich nicht malen, aber ich weiß nicht, ob ich dafür gut geeignet bin. Das heißt, je nachdem, ob ich einen Designer finde oder auch nicht, wird sich das dann dementsprechend verzögern. Aber ich habe vor, Merch zu machen und ich habe auch schon Ideen, was ich gerne hätte. Und es kommt definitiv, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, leider.
@pk_337 fragt: Ronja, machst du mal eine Roomtour? Habe ich gemacht. Ich verlinke dir das Video und dann könnt ihr das angucken. Und ich hab mein Zimmer gezeigt, ja. Also meine Wohnung. Ich wohne nämlich allein. Hashtag frag Ronja von Fanti LP. Ist Tops dein Bruder, weil ich weiß, dass Flo keine Schwester hat? Nein, Tops ist nicht mein Bruder. Nein, ich habe zwar einen Bruder, aber der heißt Justus und der ist auch 17 jetzt. Der wird im Mai 18 und Tops ist ja schon 22, also passt das vom Alter gar nicht. Aber ja, ich habe einen Bruder und den besuche ich jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage und ich freue mich schon, weil ich den ja nicht so oft sehe, weil ich ja nicht mehr zu Hause wohne und das ist immer schön. Ich verstehe mich sehr gut mit meinem Bruder. Mein Bruder sieht identisch aus, also genauso aus wie ich. Der hat genau die gleiche Haut, die gleichen Haare, also logischerweise nicht so lang, aber die gleichen Augen. Mein Bruder sieht aus wie ich. Es ist gruselig, aber mein Bruder hatte früher lange Haare, so wie ich. Und ich gucke, ob ich ein Bild finde, das wäre echt witzig. Und ich habe, als ich damals noch in meinem Haus gewohnt habe und Freunde eingeladen hatte, hatten wir halt noch Bilder hängen, wo mein Bruder drauf war mit den langen Haaren. Und dann waren sie alle so, oh Ronja, bist du das? Bist du das von früher? Und dann war ich immer so, nee, das ist mein Bruder. Oder dein Bruder, nicht deine Schwester. Nein, mein Bruder. Ich habe keine Schwester. Ja, sehr witzig. Aber mein Bruder ist süß. Emily Haas fragt, ich wollte dich fragen, wie du Tops und Flo kennengelernt hast. Da gab es so viele Fragen, okay? So viele Fragen. Ich weiß, dass das nicht nur Emily fragt. Ich weiß, dass das wirklich viele Leute fragen. Okay, hier ist die Geschichte. Setz dich hin, hol dich einen Tee, halte das Video an. Könnt ihr euren Tee holen? Und jetzt geht's weiter. Ich habe Flo und Tops im Prinzip darüber kennengelernt. Okay, ich habe erst Flo kennengelernt und über Flo dann Tops. Und ich habe im Prinzip online gespielt mit den beiden. Mit Flo. Und dann haben wir im Prinzip über den TS geredet. Und dann war es irgendwann so, dass Flo meinte, ey, hättest du mal Lust, du hast ja auch ein gutes Mikrofon. Hättest du mal Lust, bei Videos mitzumachen? Und dann war ich so, ja klar. Und darüber habe ich ja mehr oder weniger als Tops kennengelernt, weil Tops ja mit Flo vorher aufgenommen hat, bevor ich dazugekommen bin. Und im Prinzip war es dann so, dass Tops und ich uns nur so kennen und ich Flo ein paar Tage mehr kenne. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist die Geschichte. Wir haben uns nie im Real Life getroffen bis jetzt. Ja. Einfach Nina fragt, hast du schon mein Weihnachtsgeschenk für dich gesehen? Ich habe dir über Instagram ein Bild davon gesendet und ich hätte für dich Merch-Design-Ideen. Oh, das ist süß. Ich sehe leider meine Instagram-Nachrichten fast gar nicht, aber ich kann jetzt gerne mal reingucken. Und dann, wie gesagt, wenn ihr mir auf Instagram Privatnachrichten schreibt, dann manchmal sehe ich sie, aber halbwegs selten, weil ich halbwegs viele davon kriege und ich dann halt leider nicht die Zeit habe, jedem Einzelnen zu antworten und ich will alle gleich behandeln, deswegen antworte ich jetzt nicht einzeln und anderen nicht. Das tut mir leid. Wenn ihr antworten wollt, dann schreibt einfach in die YouTube-Kommentare. Ich glaube, da antworte ich sogar noch halbwegs oft drauf. Aber ja, falls ihr Merch-Zeichner seid, dann schreibt mir mal eine Mail. Aber ja. Tigo Decker fragt, Ronja, was ist dein peinlichstes Erlebnis? Wir waren mal auf einer Kursfahrt, als ich noch in der Schule war. Und das war im Prinzip so, dass alle Deutschkurse weggefahren sind. Ich glaube, nach Weimar war das. Weil wir da so eine Art Besichtigung vom Goethehaus, frag mich was, hatten. Das war irgendwie relevant für den Deutschunterricht, keine Ahnung. Jedenfalls waren wir da. Wir waren abends im Park, halt die komplette... Wir waren, glaube ich, ich war 16. Wir waren alle in so einem großen Park nachts und unsere Lehrer haben gesagt, wir sollen, glaube ich, bis 12 wieder in den Jugendherbergen sein. Und wir waren in diesem Park und wir haben ein Glas Milch getrunken und aus irgendeinem Grund habe ich und mein damaliger Kumpel haben wir uns von der Gruppe dann irgendwann abgesetzt und wir waren dann in so einem kleinen Waldstück, okay? Und ich weiß nicht genau warum, aber jedenfalls haben wir das gemacht. Und dann habe ich mein Handy irgendwo verloren und es war crazy. Und dann habe ich halt, es war halt super dunkel. Und dann hat er mir halt versucht zu helfen, das Handy zu finden. Und ich wie gesagt, wir haben in diesem Waldstück gesucht, ja. Dadurch, dass wir halt damit beschäftigt waren, das Handy zu suchen,
haben wir nicht gemerkt, wie es schon später wurde. Und es war schon halbwegs spät, als wir uns abgesetzt hatten, okay? Und der ganze Kram, die ganzen Leute, die noch im Park waren, sind halt alle zurück in die Jugendherbergen gegangen. Und irgendwann war es dann so, Ronja und dieser Junge fehlen. Wo sind die denn? Und keiner wusste Bescheid. Irgendwie haben welche gesagt, ja, die haben uns zusammen gehen sehen. Also die wussten wenigstens, dass wir zu zweit sind. Aber niemand wusste genau, wo wir sind. Und irgendwie sind, glaube ich, alle an uns vorbeigelaufen und keiner wusste, wo wir waren. Und irgendwann haben wir dann das Handy gefunden. Dann hat das Handy sogar genau in dem Zeitpunkt geklingelt. Ich glaube, deswegen habe ich es gefunden. Und dann war es mein Lehrer. Und dann, genau. Es war eine Freundin, die mich angerufen hatte. Und dann war mein Lehrer dran und war so, oh mein Gott, wo seid ihr? Und dann war ich so, ja, wir sind in so einem kleinen Waldstück. Ich habe mein Handy verloren gehabt und es ist ganz dunkel. Und dann war es okay. Wir schicken jetzt ein Taxi zu euch. Es war wirklich nicht weit, man hätte zu der Jugendherberge laufen können. Und dann ist unser Lehrer im Taxi gekommen und hat uns abgeholt und uns zurück in die Jugendherberge gefahren mit diesem Taxi. Der Taxifahrer muss so genervt gewesen sein, weil das wirklich irgendwie 3 Blocks waren. Also das hätte man locker laufen können. Aber irgendwie hatte keiner Chills und alle waren richtig aufgebracht und alle waren nur so, mein Gott, wo sind die hin? Was ist passiert? Und irgendwie, ich habe in dem Moment gar nicht gedacht, dass es so eine schlimme Situation ist, weil ich einfach nicht auf die Uhr geguckt habe. Und ich war einfach damit beschäftigt, mein Handy zu suchen. Aber ja, das war ziemlich peinlich, weil der ganze Jahrgang dann im Prinzip wusste, dass wir weg waren und wir am nächsten Tag immer noch in dieser Stadt waren und wir waren komplett müde am nächsten Tag und wir mussten früh raus, um uns irgend so ein Museum anzugucken und alle waren nur so, Ronja, was ist denn da passiert und wieso wart ihr im Wald und wieso seid ihr weggegangen und bla 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 und es war irgendwie eine unangenehme Situation und es hätte einfach vermieden werden können, aber ich war ein kleines Dummerchen, deswegen ist es komplett meine Schuld. Und ja, das ist, würde ich sagen, mein peinlichstes Erlebnis. Und das war's auch schon mit allen Fragen. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Sachen klären können und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar und macht's gut. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!